Moin Moin und willkommen zurück zur FIFA 17 Karriere mit dem SC Freiburg. Und das hier, liebe Freunde, das hier ist Part 100. Und deswegen gibt es heute eine kleine Überraschung für euch. Es gibt nämlich heute zwei Spiele für euch in diesem Part. Und zwar dann das Auswärtsspiel in Frankfurt und direkt danach dann noch das Heimspiel gegen Hoffenheim. Und deswegen gehen wir auch gleich mal rein in die letzten Tage des Transferfensters. In diesem Transferfenster. Und damit gehen wir nochmal rein. Wir haben noch eine Pressekonferenz, die wir sausen lassen. Meffert wird nach Saint-Étienne wechseln für 4,7 Millionen. Daniel Tschatkowski, der 64, okay. Georgi Valita 75. Okay, und ansonsten die ganzen Jungen würde ich erstmal zur Not mal ablehnen. Denn ich glaube, der Kader ist soweit okay. Dann schauen wir nochmal in die letzten 10 Stunden rein. Leno wechselt nach Chelsea, zu Chelsea für 46 Millionen. Und Benassi geht auch nach Chelsea aus Rom. Aus Turin für 43 Millionen. Also mal schauen, was wir dann hier noch so haben in den letzten Stunden. Aktuell kommt nichts mehr rein. Das Büro, das Meffert verkauft ist für 3,3 Millionen. Und dann schauen wir mal, was noch, ob noch Transfers dazukommen jetzt in den letzten 6 Stunden. PSG. Hier drinnen um Fernando Quintero. Das schien aber kein Monster-Transfer zu sein, oder? Sommer. Coutinho geht zu Real für 70 Millionen von den Bayern. Neapel holt Andrea Onana aus Amsterdam. Wenn er da noch spielt, oder? Mal schauen. Ja, und zwar für 29,5 Millionen. Noch 2 Stunden. Bei BVB sind Aubameyang und Rode gegangen. Noch eine Stunde. Und damit gehen wir dann ins Büro hinein. Letzte Frist, wir haben 366 Millionen ausgegeben. Pressekonferenz lassen wir sein. Im Training hat sich Thuram verletzt. Und er fällt für 9 Tage aus mit einer Rippenprellung, leider. Und der Monatsbericht der Jugendmannschaft Hase. Wenn er mit 70, 80 bis 90, okay. 84 bis 94, Helfer Milot, sehr gut. Und Baumann 84 bis 90 auf der Potenzialskala im Moment. Und damit gehen wir jetzt rein hier in den 18. Spieltag. Die Nationalmannschaft von Kamerun lehnen wir ab. Und dann gehen wir rein. Und Thuram ist verletzt. Leider, das heißt, wir müssen wir jetzt was tun. De Castillo kommt auf die Bank und Köpke für Thuram.
Und damit gehen wir rein nach Frankfurt. Auf geht's. Wir in Rot und Sch Wir in Grün, Frankfurt in Rot und Schwarz. Wir gehen mal rein. Dortmund spielt gegen die Bayern, Schalke in Hamburg, Mainz gegen Augsburg und Hoffenheim in Stuttgart. Und damit gehen wir rein. Auf geht's mit diesem kleinen. Und damit willkommen hier in Frankfurt. Leider fällt beim Sportclub hier kurzerhand Thuram aus und wir gehen rein. Auf geht's. Waldschmidt zurückgelegt erstmal. Gondorf. Okele. Hintermeier. Bornmuth. Ne Conte. Auf Gondorf. Gondorf. Ne Conte. Stuck. Stark gemacht, Kerk. Leconte auf Kerk. Kerks Flanke, die ist nicht schlecht. Kopfmöglichkeit. Köcke 1 zu 0. Fünfte Minute. Die schnelle und ganz schnelle Führung hier in Frankfurt. Richtig stark gemacht. Köpke ist, ich glaube, erstes, zweites Saisontor. Schauen wir mal rein. Oder? Erstes Saisontor, ja, für Pascal Köpke hier nach 5 Minuten die frühe Führung für das Sportclub in Frankfurt. Wie reagiert die Eintracht darauf? Hasebe, Hector, Mascarell auf Stendera, Köpke. Hector ist dazwischen. Köpke fängt aber den Ball ab. Köpke. Gute Ablage. Gondorf legt noch eins ab. Grüner aus der Drehung. Knapp am Kasten vorbei, aber nach 8 Minuten die nächste gute Aktion. Oh, Schipka ist dazwischen. Mascarell. Stendera. Hasebe. Hasebe auf Stendera. Langeweile Stendera. Aber ja, es geht über den Kasten. Schwebe kurz für Hintermeier. Kiele. Gondorf. Waldschmidt. Grüne. Kerk. Grüne, Waldschmidt, Le Conte mit der guten Flanke, aber Köpke kommt nicht ran. Radetzky ist da. Abwurf, Abraham, Utschipka, Utschipka, gut dazwischen von Mukiele. Nächster Einwurf Frankfurt, Viertelstunde rum. Utschipka auf der Seite, auf Mascarell, Mascarell dem Außenriss, auf Hasebe, auf Rigota. Hasebe, Rigota, der Abschluss. Aber Schwebe ist dazwischen. Leconte. Kerk. Grüne. Leconte gegen Rust gibt Einwurf für Freiburg hier nach gut 20 Minuten. Leconte, Hornmuth, Hasebe, Santander, Stendera, Rigota setzt sich da durch gegen zwei. Aber Hintermeier. Köpke ist dazwischen, Rust.
Chandler gegen Grüne. Köpke. Mascarell. Ricote. Santander. Durchgesteckt. Bournemouth dazwischen. Bournemouth. Auf Möwald. 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 Gondorf. Köpke. Fehler, Chandler, Mascarell, Santander, Mascarell, Mascarell, Santander, Hintermeier, aber der Ball ist im Aus, gibt Abstoß. Die Eintracht versucht jetzt zu Hause nach vorn zu kommen, aber hat momentan auch nicht die richtigen Schlüsse nach einer guten halben Stunde hier. Bournemouth, Abstoß, kurz auf Leconte. Leconte wieder für Grüne. Der wartet, legt ihn zurück auf Bournemouth. Gondorf, Mukiele. Gleich weiter gechippt auf Möwald. Möwald zum ersten, zum zweiten. Us ist dazwischen. Kerk, jetzt sehe ich durch. Kerk die Flanke, aber Radetzky ist da. Hector Hasebe. Langer Ball. Santander. Rugota. Santander. Guter Ball. Möwald auf Schwebe. Langer Ball. Köpke. Santander. Santander. Santanders Flanke, aber Schwolo ist da. Schwebe ist da. Wie komme ich auf Schwolo? Verdammte Tat. Schwebe auf Leconte. Ballverlust gegen Chandler. Kerk. Bournemouth. Gondorf. Mukiele. Möwald. Mukiele. Waldschmidt. Ball abgibt. Blockt. Oczipka, Mukiele schiebt drauf. Und es gibt Einwurf für Freiburg, die hier immer noch führen. Jetzt gibt es die Karte noch hinterher. Für Stendera. Einwurf. Möwald. Gondorf. Guter Hintermeier, gut dazwischen. Mukiele mit dem Angriff, den er nochmal am Leben hält. Waldschmidt auf Kerk. Kerk, schöne Finte. Gute Flanke. Aber Hasebe ist dazwischen umklärt. Santander und Schipka. Stendera. Kerk dazwischen. Stände. Ricota drüber. Aber nach 2 Minuten ist hier wahrscheinlich gleich Halbzeit, oder? Schwebes langer Ball und dann ist jetzt noch nicht Halbzeit. Köpke nochmal auf der Verlängerung. Nein. Jetzt ist Halbzeit. Und es geht mit einer Führung für den Sportclub rein. Parallel Dortmund 0-0 gegen die Bayern, Schalke 0-0 in Hamburg, die Mainzer führen 1-0 gegen Augsburg und Hoffenheim 1-1 in Stuttgart. Wir führen zur Pause und wir werden mal reingehen und Kerk für Möwald auf die Seiten wechseln und dann schauen wir mal. Führung auf geht's. Hasebe, Russ im Spielaufbau, Chandler. Rigota, Rigota, Hasebe, Möwald ist dazwischen. Köpke, Stendera, da liegt ein Eintracht, ne? Mascarell, Gönndorf ist dazwischen. Und der spielt den Ball auf Kerk. Der hat Tempo. Kerk, Kerk. Ball versucht in die Mitte zu spielen, aber Hector blockt, gibt den Eckball.
Kurz nach der Pause, kurz nach Wiederanpfiff hier. Eckball durch Kevin Möwald. Wird wohl eine Variante. Möwalds Eckball, nicht schlecht. Russ klärt aber diesen Eckball. Köpke, Bornmuth. Mascarell dazwischen. Mascarell. Chandler. Chandler setzt sich da durch. Chandler auf der Seite. Immer noch Chandler. Chandler wird zweimal zugemacht und LeConte klärt am Ende zum Einwurf. Und als nächstes spielt die Eintracht dann in Köln. Nächsten Wochenende. Chandler mit dem Einwurf. Nochmal Chandler zurückgelegt. Hasebe Grüne erobert den Ball. Konterchance. Nee. Mascarell, Stendera. Rigota! Knappes Ding. Schwebe. Kurzer Abstoß auf Bornmuth. Hintermeier. Stendera den Ball gewinnen. Zu einfach. Adrian. Rigota, Außenpfosten. Puh. 57. Minute. Schwebes langer Ball in Richtung Waldschmidt. Der Kopfball kommt aber nicht dran. Abraham. Rigotas langer Ball. Möwald. Gondorf. Waldschmidt. Guter Ball auf Kerk, stark gemacht. Kerks Flanke, Kopfball Waldschmidt. Oh. Nach einer Stunde hier die gute Chance für den Sportclub. Knappes Ding nach einer Stunde. Radetzky, Freistoß. Und Kerk ist dazwischen. Aber den Vorteil, beziehungsweise das bleibt beim Vorteil, ja. Abraham. Oczypka. Oczypka. Mukiele ist dazwischen. Und jetzt kriegt Kerk hier die Pause. Einwurf an Kczypka auf Mascarell. Fabian. Okile dazwischen, zurückgelegt. Schwebe kurz auf LeConte. Möwald. Grüne gegen zwei. Grüne bleibt da. Sieger. Möwald ins Zentrum. Riskant, aber Gondorf mit ein bisschen Glück. Kerk, auch der weiß jetzt nicht ganz wohin. Mit dem Ball findet Mukiele. Mit dem Chip für Gondorf, der außen die Seite entlang läuft und dann gelegt wird und den Freistoß bekommt. Und die gelbe Karte gibt es nach oben drauf für Hector in der 68. Minute. Der Freistoß für Freiburg von Kerk. Freistoß kommt nicht schlecht. Aber Adrian ist dann da und könnt dort über Rigota die Eintracht. Rigota jetzt sich dann durch gegen zwei. Rigota. Gute Ablage auf Uchipka. Mukiele aber stark. Und Hintermeier. Der Sportclub will es rauskombinieren. LeConte. Kerk. Waldschmidt ist das. Pardon. Das ist Köpke, da außen ist Möwald, der setzt sich durch. Möwald hat Platz. Möwald mit der Finte gut gemacht. Die Flanke geblockt. Möwald nochmal zurückgelegt. Gondorf nochmal abgelegt. Grüne legt auch nochmal zurück. Mukiele findet Gondorf, der mit dem Schlenzer abgeblockt von Chandler und Abraham klärt. Mukiele, ne. Klick konnte dazwischen. Möwald, gut dazwischen. Möwald gut vorbei, wollte ich sagen. Möwald, starke Flanke.
Radetzky. Das See beklärt. Sebe, Abraham, Adrian, langer Ball, Hector, der Flankenball geht auf die andere Seite in Seiten aus und wir werden mal wechseln nach 80 Minuten. Wir werden, bringen wir den jungen Bergmann für Grüne rein. Zudem kommt Verratti für Kerk. Und dann schauen wir mal. Gacinovic kommt bei der Eintracht für Hector. Einwurf Mukiele. Bergmann. Waldschmidt. Gondorf, starker Ball auf Verratti. Verrattis langer Ball, aber Sepe, Waldschmidt. Gondorf. Verratti. Waldschmidt abgelegt. Bergmann! Aber ein guter Versuch für den jungen Freiburger. 85 Minuten sind gespielt. Sebe. Chandler, Fabian. Chandler. Adrian und Hintermeier klärt den Chipball in Seiten aus. Einwurf in der 88. Minute. Gacinovic, Bergmann klärt, gut gemacht. Köpke, Waldschmidt. Köpke, die Rust dazwischen. Weil Köpke nicht schnell genug ist. Der lange Ball. Adrian nimmt den Ball gut runter. Adrian. Flanke kommt. Am langen Eck. Keiner bei Abraham. Und Schwebe pariert stark. Gentler. Eckball kommt. Schwebe ist da. Und der Abschlag. Und jetzt gibt den Einwurf für die Eintracht. Chandler. Gacinovic. Chandler. Verratti schiebt drauf. Radetzky. Waldschmidt setzt ihn unter Druck. Und dann ist hier Schluss. Und die und der Sportclub gewinnt hier 1:0 in Frankfurt. Mit einem wichtigen Sieg. Dortmund gegen die Bayern gewinnt 1:0 in Dortmund. Hamburg gewinnt 1:0 gegen Schalke. Und dann geht's los. Und wir gehen ins Training. Ins Training schauen wir mal, ob wir da nochmal eine Verbesserung kriegen. D auf eine 71 hoch, Lecro mit B, mit C, Bergmann mit B und Leconte ebenfalls mit einem C. Alles gut soweit. Dann gehen wir rein in die nächste Woche mit dem Sieg. Ach, haben wir auf 21 Punkte, bleiben auf Tabellenplatz 12 stehen. Also eine Sache, die langsam etablieren wir uns im Tabellenmittelfeld. Wir haben zwei Nachrichten im Büro. Eine ist die Pressekonferenz, die wir sausen, und das andere ist Leconte, der über sein Gehalt sprechen möchte. Wir gehen mal rein. Leconte.
konnte. Le Conte da 1000 hat er verdient er nur. Der möchte 1300 für 3 Jahre. Er kriegt halt einfach mal 5000, 10% und er wird 5-Liga Stammspieler weiterhin. Und dann schauen wir mal, ob er das so annimmt. Wir werden uns dann nicht weiter um die Defense kümmern und gehen rein ins Heimspiel zu Hause gegen Hoffenheim zum 19. Spieltag. Die TSG steht auf Platz 7 mit 27 Punkten. Also noch einem Punkt Rückstand auf den Europapokalplatz. Und schaut, ob da noch was geht. Und damit gehen wir rein ins Heimspiel gegen die Hoffenheimer. Wir in Rot und Schwarz, Hoffenheim in Weiß. Wald auf links, Waldschmidt und Kripke, De Castillo. Ist Thuram immer noch verletzt? Thuram ist immer noch verletzt, leider. Also werden wir so in die Partie gehen. Parallel heute Nachmittag Köln gegen Frankfurt, Darmstadt gegen Wolfsburg, Gladbach in München, Leipzig empfängt Nürnberg und die Hertha auf Schalke zu Gast. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein. Nach den letzten 2 Siegen in Folge, die der Sportclub jetzt hier einfahren konnte mit dem Sieg in München und auch jetzt in diesem Part in Frankfurt, heißt es heute hier zu Hause gegen Hoffenheim vielleicht den dritten Sieg in diesem Spiel in Folge holen möchten. Auf geht's. Und dann schauen wir mal. Das Wetter hier im Breisgau ist gut. Und wir sind immer noch das offensiv schwächste Team, aber mal schauen, ob es geht. Und damit gehen wir rein. Auf geht's. Waldschmidt, Gondorf, Kerk, Kiele im Spielaufbau, Waldschmidt, Meier, Blandy für Hoffenheim, aber Le Conte ist dazwischen. Spielaufbau, Grüne, Le Conte, Kerk, guter Ball auf Mukiele. Mukiele stark dazwischen. Kerk setzt sich durch gegen Schwegler, aber dann doch nicht. Schwegler, Spielaufbau, Kramaric. Flanke kommt, aber Le Conte dazwischen. Mukiele klärt. Gondorf, guter Ball. Waldschmidt in den Lauf auf Kerk, der zurück für Waldschmidt, der auf Grüne, der steckt ihn durch auf Köpke. Kein Foul. Kandelarabek, Johansen, Blandi, Kramaric. Und gut dazwischen gegen Johansson. Hornmuth, Kerk, Gondorf, Waldschmidt, Köpke, Grüne, Möwald in den Lauf auf Köpke. Köpke, der Pass wird zugestellt. Vogt. Blandi, Schwegler. Hornmuth. Schwebe ist dazwischen und greift erstmal zu. Bildschirme gespielt. Keine Tore bislang hier im Schwarzwaldstadion. Mukiele für den Sportclub mit dem nächsten Angriff. Über Grüne, über Gondorf.
Leconte, da außen ist Möwald. Der legt ihn zurück. Köpke. Grüne. Waldschmidt. Aber Hoffmeimer ist dazwischen. Und Waldschmidt bleibt liegen. Das wäre bitter. Gondorf ist dazwischen. Für Möwald. Gondorf. Waldschmidt. Grüne. Okiele. Auf Kerk, der setzt sich durch, hält den Ball im Spiel. Kerk, gute Flanke. Hübner klärt am kurzen Pfosten. Waldschmidt. Grüne dreht sich drumherum, zieht ab. Aber Edgar pariert einfach auf den Mann ohne Gefahr. Okiele, nochmal Kerk. Waldschmidt. Grüne. Johansson, langer Ball. Kein, doch abseits von Kramaric hier in der 25. Minute. Hintermeier. Kurz auf Gondorf. Mukiele. Gondorf. Grüne. Leconte. Die Linie entlang. Da ist Möwald mit richtig Platz. Möwald. Zurückgeflankt von der Runde, hier haben den langen Pfosten. Waldschmidt kommt aber nicht ganz ran. Doch, er war dran. Aber gibt den kurzen Abstoß. Schwächler. Johansson. Mukiele ist dazwischen. Süle. Kramaric. Meier. Kader Rabeck, Meier, Kramaric, Johansson. Johansson, Schwebe ist dazwischen. 32. Minute. Eckball. Ball, dann gibt es abseits da gepfiffen da unten gegen die 15 des TSG. Schwebe kurz auf Hintermeier. Mukiele, Gondorf, Köpke. Mukiele, Kerk, Waldschmidt im Spielaufbau, Köpke, Grüne. Johansson ist dazwischen. Hintermeier aber klärt. Leconte, Möwald, Köpke, ne. Leconte, Grüne, Gondorf. Waldschmidt wird gefoult. Und Vogt wird da die gelbe Karte sehen, oder? Zumindest. Ja, gibt die gelbe Karte noch für Kevin Vogt da. Jeremy. Gondorfs Freistoß und Hintermeier. Der Kopfball an den Außenpfosten. Noch nicht mal, aber. Waldschmidt, gut dazwischen. Aber Schwegler ist dazwischen. Johansson, Blandi, Vogt, langer Ball. Mukiele. Kerk will das Ding ablegen. Ne, gibt in Seiten aus. Minute. Mokiele auf Möwald. Vogt. Johansson. Grüne dazwischen. Wichtig. Möwald. Johann Grüne. Köpke. Waldschmidt. Oh. Aber kein Foul davon. Schwegler. Johansson nochmal für Hoffenheim. Auf Blandi.
Meier. Jetzt zieht ab und das Ding ist drin. In der Nachspielzeit. Was ist das? Ist das Max Meier, der hier die, kurz vor der Pause die Führung erzielt? Wie aus dem Nichts entscheidet dieser Ball aus 20 Metern. Der Schwebe ist zu weit vor dem Kasten, kommt dann nicht mehr ran. Und Max Meier mit seinem zweiten Saisontor. Und Waldschmidt mit dem Anstoß auf Kondo. Und damit ist die Halbzeit in Sinsheim. Und der Sportclub geht mit einem 0-1 Rückstand hier jetzt gegen Hoffenheim in die Pause. Parallel Köln führt 1-2 gegen Frankfurt, Wolfsburg 0-0 in Darmstadt, die Bayern 1-1 gegen Gladbach, Leipzig 0-1 hinten gegen Nürnberg und die Hertha 1-0 vorne auf Schalke, später noch der HSV gegen Stuttgart. Und wir gehen unverändert, würde ich sagen, rein in den zweiten Durchgang. Die Hoffenheim ein weißes Stoßner an und wir werden dem Busch hinterherlaufen müssen. Meier, Vogt, Schwegler, Kramaric, Larabek, Larabek, Möwald gut dazwischen, Grüne, Waldschmidt, aber Süle ist dazwischen, Kerk, Gondorf, Köpke, guter Ball auf Möwald, Möwald nochmal zurückgelegt, Lekonte nochmal abgelegt, Grüne, Waldschmidt, Grüne nach außen, Kerk. Und dann ist es abseits, oder? Oder gibt es sogar Freistoß? Es gibt sogar Freistoß. Standard, Möwald. Waldschmidt kommt nicht ran und Toljan klärt zum Eckball. Ball, Möwald, Eckball kommt, aber da kommt der Kopfball, aber es ist keine Gefahr. Edgar, langer Ball, hinter Meier im Kopfballduell gegen Kramaric, der gewinnt das Duell. Meier, Schwegler, Toljan, gut dazwischen von Mukiele. Einwurf. Johansson. Meier. Kandela Rabeck. Möwald. Grüne. Köpke. Guter Ball. Lekonte mit Tempo. Konnte der junge Franzose, aber Vogt ist dazwischen und Lekonte nicht jetzt gewinnt aber den Ball da. Köpke, Adel Arabek mit dem Tackle, Köpke mit der Grätsche zurück in Seiten aus und das ist dann aber zu viel im Zweikampf, gibt den Freistoß für die TSG aus Hoffenheim. Köpke schiebt kurz drauf und Grüne gewinnt den Kopfball. Blandi, Kandela Rabeck, wieder Blandi, Kandela Rabeck, Flanke, Hintermeier klärt, aber nur auf Kandela Rabeck, nochmal die nächste, Hintermeier klärt, Grüne, Blandi ist dazwischen. Schlechter Ball, Hübner für die TSG, Johansen. Gute Ablage, aber Schwebe ist da. Und der Abwurf, er macht schnell, über Waldschmidt. Möwald. Gondorf, starker Ball auf Köpke, der kann sich aber nicht durchsetzen gegen Vogt. Und ist dann nicht schnell genug bei Hübner wieder dran. Setzt aber jetzt Kandela Rabeck unter Druck, zusammen mit Möwald, Meier. Ins Zentrum gelegt, Johansen legt zurück, dem hierbei versucht Kramaric anzuspielen, Toljan auf der Seite, dem hierbei, Blandi, Kerk, Hintermeier dazwischen,
Gondorf, Mokele, Köpke und dann der schlechte Ball in Richtung Möwald. Und somit die nächste Chance für die Freiburg jetzt zu Hause verpufft. Also der Sportclub zwar bemüht, aber nicht wirklich zielführend. Dem hierbei, Toljan für die TSG. Auf dem hier bei Mokiele ist dazwischen. Und Kübner ist aber vor Köpke. Johansen, Blandi, Meier, Kramaric nach außen. Toljans Flanke. Leconte klärt. Köpke, Waldschmidt. Perfekt auf Pascal Köpke. Der ist nicht schnell genug, macht das dann stark, liegt nochmal zurück. Waldschmidt kommt nicht zum Abschluss. Na, na gut, wir schnell werden wir nochmal wechseln. Schon vor dem Ende werden Köpke runternehmen. Werden de Castillo bringen. Grüne. Und wir bringen noch mal Bergmann für ihn rein. Dem hierbei. Toljan. Meier gegen Grüne. Haidala-Rabek. Toljan. Starker Ball. Mokiele. Kerk, Waldschmidt, Mokiele, Süle, Toljan, Toljans Flanke, Schwebe ist da. Abwurf auf Möwald. Möwald, Johansen, aber Einwurf für den Sportclub. Leconte, Bergmann, Möwald, Gondorf, Waldschmidt, Mokiele, die Ablage de Castillo, Waldschmidt, abgefälscht, Gondorf, Meier klärt. Bergmann, Mokiele, Waldschmidt, Waldschmidt, nee, schlechter Ball, Jaziki, Blandi, 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 Flanke kommt, Hintermeier. Der Ball ist geklärt. Und Danilo geht raus. Dafür kommt Toljan in die Partie. Eckball Meier. Eckball von Max Meier. Der kommt nicht schlecht. Und jetzt gibt es hier den Freistoß für uns. Noch 30 Sekunden. Schwebe. Bornmund. Wohlwald Ballverlust. Hübner, Di Castillo, Kandela-Rabeck beim Einwurf, Yazi, Yaziki, Kandela-Rabeck, Meier, Yaziki, Kandela-Rabeck könnte immer noch flanken. Möwald ist dazwischen und klärt, aber dann ist hier Schluss. Und die TSG aus Hoffenheim gewinnt mit 1 zu 0 hier in Freiburg, was völlig okay ist. Köln 1-0 gegen Frankfurt, Wolfsburg 0-0 gegen Darmstadt, Bayern 3-1 gegen Gladbach, Nürnberg 1-1 und so. Und wir werden nochmal ins Training gehen. Gehen rein ins Training. Schmidt mit einem C verbessert sich auch nochmal. Legros mit einem A verbessert sich. Hase mit A. Bergmann mit C. Und auch Leconte mit D
verbessert sich. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beende ich diesen 100. Part, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bleibt gesund, haut rein und ciao!